Osnabrück Richtung Hamburg. Zwischen Brinkum und Uffenbrück in Lahndorf 7 Kilometer Stau. A2 Hannover Richtung Dortmund. Zwischen dem Kreuzfahrt Grünhausen und Herford Ost 2 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten. A7 Flensburg Richtung Hamburg. Zwischen Hamburg-Bahrenfeld und dem Elbtunnel 2 Kilometer stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. A7 Hannover in Richtung Hamburg zwischen Hamburg-Marmsdorf und Heimfeld 3 Kilometer stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Und im weiteren Verlauf zwischen Hamburg-Waltershof und dem Elbtunnel 2 Kilometer stockender Verkehr ebenfalls wegen Bauarbeiten. A27 Walsrode Richtung Bremerhaven zwischen Bremer Kreuz und Bremen-Sebalsbrück 2 Kilometer Stau nach einem Unfall. Warten im Land. Vor 7. Ich will an der Ober der Menschen. Armen senken. Darum bitte ich Sie, am 25. Mai die SPD zu wählen. Unkonventionell religiöse Sicht der Welt. Ja, bei einem Lastwagen und einem kleinen Behandlungszentrum für den Gerichtshof nicht feststeht. Das ist die Gruppe. Richtiger. Danke. 7 Uhr. Antenne Brandenburg. Nachrichten. Im Studio. Abend. Schönen guten Morgen. Wird Sicherheit und Ordnung wiederhergestellt sein. Die USA riefen das thailändische Militär auf, die demokratischen Prinzipien. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur nicht eingeladen sein. Verteidigungsministerium Kamisch und Slavjan. Am Freien Treffen der können die Bewohner bis auf Weiteres nicht zurück. Die Evakuierung Richtung Hamburg sei mit einer heftigen Sitz. Und jetzt Katrin Klass, die Nachrichten um 7. Guten Morgen. Spitzenkandidaten Schulz und Juncker stellen sich im Ersten den Fragen zur Europawahl. Mehr als 100 Menschen bei Anschlägen in Nigeria getötet. Diplomatische Gespräche...